Liebe Gemeinde, liebe Brüder und liebe Schwestern, liebe Freunde und liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Gottesdienst auf der Marienhöhe. Es freut mich, dass ich trotz der Sommerferien in so viele schöne und erholte Gesichter schauen kann. Und apropos Sommerferien, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch noch im Urlaub und schaut uns gerade von dem Handtuch am Strand entspannt zu. Dann dürft ihr gerne uns einen Gruß oder eine Nachricht hinterlassen. Und dazu googelt einfach mal auf der Höhe Livestream. Und der erste Link direkt, da klickt ihr drauf. Und dann seht ihr schon direkt Live-Chat öffnen, einen Button. Und dann seid ihr direkt mit Anker verbunden, die die Nachrichten an mich weiterleitet. Ich denke, wir alle haben in den letzten Tagen, Wochen und Monaten die vielen Nachrichten und die besorgniserregenden Naturkatastrophen beobachtet. Vielleicht kennst du auch die ein oder andere Familie, die direkt betroffen ist. Und ja, wir als große Gemeinde haben vielleicht nicht die Möglichkeit, diese Details alle voneinander zu wissen. Trotzdem haben wir die Möglichkeit, gegenseitig Anteil zu nehmen und dürfen heute den Gottesdienst, aber auch jeden anderen Sabbat dafür nutzen. Ich lade euch ein, Gemeinschaft zu haben. Und das untereinander und auch mit Gott. Und als erstes wollen wir die Gemeinschaft im Lobpreis haben und den allmächtigen und einzig wahren Gott, unseren Schöpfer, anbeten. Das erste Lied, was wir gemeinsam singen wollen, ist die Liednummer 273 aus unserem Liederbuch. Und ich finde, der Text ist sehr bezeichnend. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. Ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen. Auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Wir singen alle drei Strophen und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Dazu niederzuknien, wem es möglich ist.
Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für den Sabbattag, den wir heute erleben dürfen. Ich danke dir, Herr, für ja, die Menschen, auch die heute alle hier sein können, dass wir hier so zahlreich auch zusammen sein können. Ich danke dir auch, Herr, für die Möglichkeit, einen Livestream zu haben, wo man auch ja, von anderen Orten der Welt zuschauen kann. Herr, das ist ein großer Segen und ich bin dir dafür sehr dankbar. Herr, und so möchte ich dich auch bitten, dass du heute den Tag benutzt, dass wir dir näher kommen, Herr, dass ja, du uns auch Antworten auf unsere Fragen gibst, dass du uns mit deinem Geist erfüllst und uns ja, führst und leitest, Herr, was du uns heute zeigen möchtest. Dafür danke ich dir. Amen. Wir singen das Lied Nummer 22, O Gott, dir sei Ehre. Ihr dürft gerne wieder dazu aufstehen und kräftig mitsingen. Gerne setzen. Ich lese den Psalm 21 aus der Neues Leben Bibel. Wer möchte, darf ihn gerne auch mit aufschlagen. Psalm 21. Für den Chorleiter. Ein Psalm Davids. Herr, der König, freut sich über deine Stärke. Er jubelt laut vor Freude über deine Hilfe. Denn du hast ihm erfüllt, was sein Herz wünscht, und hast ihm gegeben, um was er dich bat. Du hast ihn mit reichem Segen überschüttet und ihn mit einer goldenen Krone gekrönt. Er bat um Leben und du hast sein Gebet erhört und ihm ewiges Leben geschenkt. Durch deine Hilfe ist er zu großem Ruhm gelangt. Du hast ihm Glanz und Herrlichkeit gegeben.
Du machst ihn für alle Zeiten zum Segen für andere und erfüllst ihn durch deine Gegenwart mit Freude. Denn der König vertraut auf den Herrn und durch die Gnade des Höchsten steht er auf sicherem Boden. Und diejenigen ergreifen, du wirst alle deine Feinde gefangen nehmen und diejenigen ergreifen, die dich hassen. Wenn du kommst, wirst du sie vernichten, wie in einem glühenden Ofen. Der Herr wird sie vernichten in seinem Zorn. Feuer wird sie verbrennen. Du wirst ihre Kinder von der Erde ausrotten, sodass sie keine Nachkommen haben werden. Sie werden sich gegen dich verschwören, doch ihre Pläne werden fehlschlagen. Sie werden umkehren und fliehen, wenn sie sehen, dass deine Pfeile auf sie gerichtet sind. Herr, zeige dich in deiner Macht. Wir wollen singen und deine mächtigen Taten loben. Genau das tun wir jetzt und singen das Lied Nummer 431. Näher, noch näher, fest an dein Herz. Dankeschön. Wie am Anfang angekündigt, möchte ich gemeinsam mit euch beten. Und dafür probieren wir etwas Neues. Ich habe diese Woche über Radovan eine Nachricht an euch gesendet, dass ich gerne Gebetsanliegen sammeln möchte. Und ich habe auch viele Antworten bekommen. Das hat mich total gefreut und auch ein bisschen überrascht.
Und es waren so viele, dass es nicht alles auf eine Folie, wie eigentlich geplant, gepasst hat. Und deswegen musste ich eine ganze Präsentation machen. Auf jeden Fall danke an all diejenigen, die ihre Gebetsanliegen an mich geschickt haben, denn ihr habt diesen Teil des Gottesdienstes mit Leben gefüllt. Diese verschiedenen Gebetsanliegen habe ich ein bisschen versucht zu sortieren und ich werde sie euch jetzt kurz vorstellen, denn einige sind zu lang gewesen, auch für die Folie, und ich möchte es trotzdem wertschätzen. Danach wünsche ich mir eine Zeit des stillen Gebets, in der einfach die Präsentation nochmal läuft und ihr dürft euch euer Gebetsanliegen raussuchen, ihr dürft für alles beten, ihr dürft ja nur für einen Punkt beten, einfach eine Zeit der Stille. Und danach, also ihr könnt auch eine Haltung einnehmen, die euch bequem ist, ihr könnt sitzen, ihr könnt knien oder stehen oder also was euch bequem ist für eine längere Zeit der Stille. Und genau, ich werde jetzt kurz, ich hoffe, ihr könnt das lesen, euch vorlesen, was mich alles erreicht hat. Und die erste Folie sind Dankgebete, dass Gott unser Anker und Halt ist in diesen turbulenten Zeiten. Für die gelungenen Freizeiten, die Jugendfreizeit, die Jupfi-Freizeit hat auch schon stattgefunden. Jetzt gerade im Moment findet, glaube ich, die Thema-Freizeit statt und es wird noch die Kinderfreizeit stattfinden. Dass wir weiterhin gemeinsam Gottesdienst hier feiern können. Und Familie Gescheu hat mir eine Gebetserfahrung geschickt von ihrer Rückreise aus Rumänien. Und Gabi schreibt, gerne möchte ich Gott meinen Dank aussprechen für seine schützende Hand über uns auf dem Rückweg aus Rumänien. In der dunkelsten Nacht nach einem Unwetter bin ich mit großer Geschwindigkeit über etwas so Großes gefahren, dass mir der linke Vorderreifen zerfetzt wurde. Unter anderen Umständen wären wir als Familie möglicherweise nach so einem Schlag unglücklich verletzt worden, vielleicht sogar tödlich. Ich glaube fest, Gott hat seine liebende Hand über uns gehalten, sodass ein neuer Reifen in einer Werkstatt am nächsten Morgen uns wieder auf die Autobahn bringen konnte. Und er lobt Gott für dieses Happy End eines Happy Urlaubs. Und dann haben wir noch die Danksagung dafür, dass nach wie vor viele Bürger in den Katastrophengebieten selbstlos mithelfen, die Folgen zumindest ein wenig abzumildern. Dann haben wir gemeindeinterne Gebetsanliegen. Also hier in unserer Gemeinde gibt es Personen, die geschrieben haben, sie machen Bibelstunden mit Radovan zum Beispiel. Und sie bitten dafür, dass die Teilnehmenden ihre Herzen für Gott öffnen. Oder auch für alle Personen, für alle jüngeren Personen vielleicht auch, die Erfahrungen in ihrem Herzen tragen, von denen sie denken, dass sie sie hier nicht teilen können. Dass es in der Gemeinde keinen Raum dafür gibt. Zum Beispiel Suizidgedanken, Depressionen, sexuelle Sünden, Abhängigkeiten. Wir bitten, dass Gott ihnen die richtigen Menschen schickt, denen sie sich öffnen möchten und dass sie wissen und erfahren, dass Gott sie liebt. Für die teilnehmenden Personen des Daniels Offenbarungsseminars von Monika, sie hat mir auch geschrieben, dass sie seit Frühjahr mit zwei nicht-adventistischen Personen, also Verwandten aus ihrem Kreis, betet und uns ein Studium macht. Und sich unsicher ist, ob es Sinn macht, noch weiter zu studieren und zu beten. Und sie wünscht sich ganz besonders Gottes Führung, Weisheit und Kraft, um weiterzumachen und sich richtig zu entscheiden. Dann haben wir noch Gebetsanliegen, die ich am Anfang schon erwähnt habe, die außerhalb unserer Gemeinde liegen. Und das sind erstmal die Menschen in Afghanistan, die gerade eine sehr, ja, sehr schlimme Zeit auch erleben. Und besonders die Menschen, die sich entschlossen haben, dort zu bleiben, für die erbitten wir Gottes Schutz und Segen. Und auch für alle, die noch rausfliehen möchten. Dann Familie Axt und Mehari, sie beten für ein Ende des Bürgerkriegs in Äthiopien. Und außerdem bitten sie für die Kinderklinik in dieser Region. Und auch eine andere Glaubensschwester hat mir geschrieben, dass sie für eine Afghanin betet, die seit 3 Jahren schon auf die Ausreise ihres mittlerweile 12-jährigen Sohnes wartet. Dann die Erdbebenopfer in Haiti, für die Menschen, die vom Hochwasser in Deutschland betroffen sind und alle, die ja von den Bränden rund ums Mittelmeer auch betroffen sind. Also, dass sie einfach
obwohl sie ihr Zuhause verloren haben, ihre Existenz, dass sie wirklich Gottes Schutz und Segen erfahren. Und auch die Einsatzkräfte, also die Feuerwehr, die Polizei, die THW, ADRA, alle möglichen Hilfsorganisationen und offiziellen Hilfskräfte, dass sie auch viel Kraft und Stärke bekommen, dort zu helfen und das zu verarbeiten. Jetzt werden wir eine Zeit der Stille haben und ihr dürft euch die Gebetsanliegen noch mal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und vor Gott auch bringen. Ich werde dann am Ende noch mal mit einem lauten Gebet abschließen. Großer Gott, Herr Jesus Christus und Heiliger Geist, du bist so viel größer als jeder Sturm, als jede Katastrophe oder jeder Krieg. Und trotzdem stehen wir Menschen hier vor den Trümmern mit Erschrecken. Herr, du hast alles in deiner Hand und danke, dass wir das wissen dürfen. Danke für deine unendliche Gnade und Liebe.
Ja, und auch, dass du Jesus Christus ans Kreuz gehen hast lassen für unsere Schuld. Herr, ich möchte dich bitten, dass du jedes stille Gebet, ja, jedes gesprochene Gebet, auch jedes gedankliche Gebet, dass du es angehört hast und dass du eine Antwort schickst. Egal wie diese Antwort aussieht, möchte dich bitten, dass wir Ohren und Augen und vor allem Herzen haben, diese Antworten zu hören und sie wahrzunehmen. Danke, Herr, dass du so groß bist und dass du uns ja mit deiner Liebe wirklich jeden Tag aufs Neue die Kraft schenkst, weiterzugehen. Hab du Dank dafür. Amen. Genau, Helmut, jetzt ist dein Part. Wir haben nämlich eine Verabschiedung noch, auch in diesem Teil. Und Helmut, ich glaube, du möchtest ein paar Worte sagen. Kommt ihr beiden mal, ja? Ja, Gisela, setz dich ruhig hier vorne hin oder du kannst auch stehen bleiben. Ihr alle kennt sie, sie ist schon 15 Jahre Glied unserer Gemeinde hier auf der Marienhöhe. Und wenn ich so nachgerechnet habe, ich kam 1987 nach Darmstadt zur Stimme der Hoffnung, da bist du auch schon in Darmstadt gewesen. In der Eberstädter Gemeinde hast du dort die Orgel begleitet. Und ihre Musik und ihr Klavierspiel hat auch unseren Seniorenkreis natürlich immer wieder sehr bereichert. Und auch sonst hast du dich gerade um die Senioren gekümmert und auch immer viel Initiative gehabt, dass wir doch auch in unserem Seniorenkreis viel Freude miteinander haben. Und jetzt hast du dich verhältnismäßig kurz entschlossen, in diesem Sommer von uns wegzuziehen, nämlich nach Friedensau. Das ist ja nun ein ganz bekannter Ort. Viele von euch waren dort auch schon, nicht nur zum Studium, sondern haben dort ihre Verwandten besucht. Und das ist ja auch der Grund, dass du dorthin ziehst, nicht, dass deine Verwandten dort wohnen, aber sie wohnen dann näher, nämlich in Berlin. Und dann ist die Verbindung dann auch leichter. Außerdem hast du dort eine behindertengerechte Wohnung und bist in Friedensau bestens versorgt, wenn dann die Kräfte mal doch ein wenig nachlassen. Wir wollen dir Gottes Segen wünschen, dass du dich dort gut einlebst. Nicht nur in deinem neuen Heim, in der Wohnung und mit den Geschwistern, dort auch in der Gemeinde. Wir wünschen dir weiterhin Gottes Segen, alles Gute, bleib gesund und ich denke, wir hören öfter mal von dir. Alles Gute und Gottes Segen und es ist ein Gebetsanliegen, denke ich, auch von der ganzen Gemeinde, dass du Gott behütet bleiben mögest. Alles Gute, Gisela. Möchtest du auch ein paar Worte sagen? Nur ein Satz. Ja, ja, gut. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt in der Gemeinde. Und wir als Christen und als Adventisten, wir haben den Vorteil, dass überall, wo wir hinkommen und Gemeinde ist, wir uns zu Hause fühlen. Und so war es bei mir auch von Anfang an. Und ich denke, es wird das Gleiche in Friedensau sein. Gottes Segen euch allen, bis wir uns wiedersehen. Wenn nicht hier, dann im Himmel. Jetzt ist es Zeit für die Kinder und ihr habt schon richtig gut durchgehalten. Ich war stolz auf euch, ihr wart ganz still. Genau, Annette, du darfst gerne nach vorne kommen und die Technik wird noch den Jingle für euch abspielen. Ich freue mich, jetzt wieder in eure Gesichter schauen zu dürfen und ich freue mich auch, dass ihr Kinder im Livestream mit dabei seid und wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen.
Ich möchte euch heute eine Geschichte von Pauline Hamilton erzählen. Sie ist in Amerika zur Welt gekommen, ist dann auch in den Kindergarten gegangen, in die Schule, hat studiert und hat dann auch unterrichtet. Und als sie 30 Jahre alt war, da ist sie nach China gereist. Nicht nur einfach so für ein bisschen Urlaub, sondern sie wollte dort als Missionarin den Chinesen von Jesus erzählen. Sie hat dann dort auch als Lehrerin gearbeitet, und aber hauptsächlich mit Kindern zusammen oder Kinder begleitet, die entweder gar keine Eltern hatten, die auf der Straße gelebt haben, oder auch Eltern hatten, die sich einfach nicht um die Kinder gekümmert haben. Die waren sich selber überlassen und ja, haben auch manchmal ganz schön viel krumme Dinge gemacht, weil sie einfach alleine waren, Hunger hatten und keinen hatten, an den sie sich wenden konnten. Und Pauline Hamilton hat sich um diese Kinder gekümmert und wurde dann von den Kindern Oma Han genannt. Und von dieser Oma Han möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen. In der Zeit, wo sie dort war, gab es auch in China politische Unruhen und Auseinandersetzungen, und es war sehr schwierig, an Essen zu kommen. Und aus dieser Zeit handelt das Erlebte. An einem Tag hatte sie kein Mehl mehr, auch keinen Reis oder sonstige Vorräte, außer ein bisschen Zucker, etwas Salz und einem winzigen Rest Öl. Wenn ich nur etwas Mehl hätte, dann könnte ich vielleicht über die Runden kommen, indem ich mir ein paar Pfannkuchen oder Brötchen backe, betete sie hoffnungsvoll. Und so stieg sie eines Morgens auf ihr Fahrrad und fuhr in die Stadt, um zu sehen, ob sie welches bekommen könnte. Doch überall, wo sie anhielt, sagte man ihr, dass man kein Mehl mehr habe. Es war entmutigend, vor allem, weil sie neu in der Stadt war und nicht wusste, wo sie noch Mehl finden könnte. Schließlich ging sie zu einem winzigen Laden und fragte resigniert, ob sie Mehl verkauften. Sie konnte kaum ertragen, die Antwort zu hören. Aber wieder hieß es, kein Mehl. Dieses Mal konnte sie es nicht annehmen. Sie hatte irgendwie eine Ahnung, dass etwas nicht stimmte. Sie haben Mehl, entgegnete sie. Sie wollen es mir nur nicht verkaufen. Ja, stimmte er ihr zögernd zu. Ich habe welches, aber Sie würden es nicht wollen. Zeigen Sie es mir, verlangte sie ungeduldig. Er holte das Mehl und stellte es vor sie hin. Voller Ekel schaute sie es an. Es krabbelte geradezu von kleinen schwarzen Käfern. Nachdem sie das erste Schaudern überwunden hatte, fragte sie ihn nach dem Preis und handelte ihn nach und nach so weit herunter, dass sie ihn bezahlen konnte. Ich nehme es, erklärte sie triumphierend. Der Ladenbesitzer war erstaunt. Aber ihr Ausländer esst doch so gar kein Mehl, stammelte er. Sie bestand darauf. Und so gab er schließlich nach und lud ihr den Mehlsack auf das Fahrrad. Zu Hause begann sie, ihr kostbares Mehl zu bearbeiten, indem sie es durchsiebte. Dies erwies sich als mühsame und scheinbar endlose Angelegenheit. Sie war sicher, dass sie so niemals alle Käfer herausbekommen würde. So kniete sie sich schließlich erschöpft vor der Mehltüte nieder und betete: Herr, es regnet schon seit Tagen. Gib mir doch bitte 3 Tage Sonnenschein, damit ich die Käfer aus dem Mehl herausbekomme. Sie wusste nicht, ob sie wirklich daran glaubte, aber am nächsten Tag schien die Sonne, so strahlend, wie man sich's nur denken kann. Eilig bereitete sie die Zeitungen, Leintücher und was sie sonst noch so finden konnte vor, um das Mehl darauf auszubreiten. Sie musste lachen, als sie sich das Mehl so ansah, das sie im Garten ausgelegt hatte, und dachte daran, was für ein verrückter Anblick dies für einen eventuellen Besucher wäre. Wieder betete sie, dieses Mal mit der Bitte, der Herr möge doch die Leute fernhalten. Die Sonne schien mit ganzer Kraft und die Käfer begannen, aus dem Mehl zu krabbeln. An diesem Abend siebte sie noch einmal durch das Mehl und sie sammelte dabei noch immer eine Menge Tiere heraus. Es regnete die ganze Nacht in Strömen. Anscheinend wurde auf diese Weise das Versäumte des vergangenen Tages nachgeholt. Aber am nächsten Tag kam dann wiederum die Sonne heraus und die Käfer ebenfalls. Bis zum Abend des 3. Tages hatte sie schönes, sauberes Mehl. Als es am nächsten Tag dann in Strömen regnete, wurde ihr bewusst, auf welche wunderbare Weise Gott ihre Gebete erhört und so für sie gesorgt hatte.
wie nur er es kann. Ich möchte euch noch aus Psalm 55 den Vers 23 vorlesen, wo der Psalmist David geschrieben hat: Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Und das hat die Oma Han gemacht. Sie hat einfach erzählt Gott, was ihre große Not war. Und Gott hat sich um sie gekümmert. Und das dürft auch ihr machen. Einfach das, was euch bewegt, wo ihr Angst habt, wo ihr bestimmte Wünsche habt, dürft ihr Gott sagen und vertrauen, dass Gott für euch sorgt. Und ich möchte jetzt gern zum Abschluss der Kinderzeit noch mit euch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du ein ganz großer Gott bist, dass du bei Oma Han gewesen bist damals, dass du ihr geholfen hast, genug zu essen zu bekommen, dass du Sonne geschenkt hast. Und ich danke dir auch, dass du unsere Anliegen kennst, jedes einzelne Anliegen, und dass du dich darum kümmern möchtest und dass du ein Gott bist, der sich darum kümmert. Vielen, vielen Dank dafür. Amen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sabbat heute. Das Lied Nummer 444, alle vier Strophen, Stern, auf den ich schaue, und ihr dürft gerne dafür aufstehen. Ich möchte euch den heutigen Prediger vorstellen. Und als ich mich vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst, habe ich nur Helmut gelesen. Und ich habe Helmut Wagner angesprochen
Und ich hoffe, oder damit es euch nicht genauso ergeht wie mir, dass ihr ihn verwechselt, möchte ich kurz Helmut Kraus vorstellen oder beziehungsweise habe mir zwei Fragen überlegt, wie er sich vielleicht von Helmut Wagner unterscheidet. Ich bin der andere. Wenn wir uns eine E-Mail schreiben, dann sagt er immer, hier ist der andere Helmut. Sehr gut, das merke ich mir, du bist also der andere. Und sag mal, Helmut, was ist denn deine Aufgabe oder deine Rolle hier auf der Marienhöhe oder irgendwie hier in Darmstadt? Naja, also jetzt bin ich der erste Diakon von der Marienhöhe hier seit Januar. Ist eine sehr schöne Aufgabe und viele haben schon viel mehr gehört über das neue Konzept. Wir wollen halt versuchen, unsere große Gemeinde zusammenzuhalten. Das ist gar nicht immer so einfach, vor allem zwischen der älteren Generation und der jüngeren Generation oder durch Corona-Krise, wo man sich nicht regelmäßig sehen kann. Da ist die Diakonie eine ganz wichtige Aufgabe. Ansonsten bin ich schon seit 1987 hier in Darmstadt wieder. Da kam ich ja zur Stimme der Hoffnung, habe die Blindenhörbücherei geleitet. Aber in dieser Zeit bin ich ja immer hier auf der Marienhöhe Glied gewesen. Und zum Predigen war ich natürlich in ganz Deutschland unterwegs. Ja, danke. Genau, du warst oder du bist Diakon und du bist eigentlich schon langjähriges Mitglied hier auf der Marienhöhe, richtig? Ja. Du hast dir das Lied Stern, auf den ich schaue, gewünscht und ich habe mich gefragt, was verbindest du mit dem Lied? Gibt es irgendeine Erfahrung oder irgendwas? Ja, also ich muss einfach sagen, dieses Lied ist mein Lieblingslied. Ist schon sehr, sehr lange und es zeigt eben, wie unser Herr Jesus, unser Stab, unser Fels, auf dem wir stehen, er ist unser Brot, er ist unser Quell, er begleitet uns, er kennt unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Freude. Und es ist eigentlich ein Glaubensbekenntnis, was ich damit immer wieder neu singen darf, weil er eben meine Stärke und meine Kraft ist. Das stimmt, danke. Ich möchte noch mit euch und mit uns beten für den Segen und gerne dürft ihr dazu sitzen bleiben. Großer Gott, ja, du hast Helmut Kraus heute hierher geschickt, dass er auch zu uns spricht und ich möchte dich bitten, dass du ihn leitest und ihn führst und ja, seine Worte auch direkt in unser Herz sprechen. Öffne du unsere Ohren, öffne du unsere Herzen, dass wir auch bereit sind, deine Botschaft, die du heute für uns hast, zu hören und ja, sie auch umzusetzen in Taten und Handeln. Herr, danke, dass du mit deinem besonderen Segen heute ganz mitten unter uns bist und ja, uns führst und auch immer wieder die Kraft schenkst. Hab du Dank dafür. Amen. Amen. Meine lieben Glaubensgeschwister und Freunde hier im Saal, ihr lieben jungen Leute, ihr lieben Kinder, ihr Älteren, unsere Gäste begrüßen wir heute auch, habe ich schon kennengelernt. Ich freue mich, dass wir immer wieder Zuwachs bekommen, nicht nur, dass wir erleben müssen, dass uns auch mal jemand verlässt, wie die Gisela Winter, aber so ist es auf der Marienhöhe in dieser großen Gemeinde. Ich freue mich, dass wir einen großen Zusammenhalt haben, auch wenn wir nicht alle gemeinsam hier heute am Sabbat hier auf der Marienhöhe sind, sondern ich möchte auch besonders die Leute und die Geschwister, die zu Hause am Livestream diese Predigt mitverfolgen, sei es, weil sie älter sind oder weil sie krank sind oder weil sie Freunde zu Hause haben und dort gemeinsam diesen Gottesdienst zu Hause erleben. Euch allen Gottes Segen und ich wünsche uns Segen und Hoffnung für diesen Sabbat und für unser Leben. Das, was ich heute mit euch im Wort Gottes studieren möchte, habe ich aus zwei verschiedenen Texten aus der Heiligen Schrift ausgesucht. Erstens ist es ein Wort von Jesus Christus und etwas vom David, von dem wir heute ja schon manches aus dem Psalm gehört haben. Doch zunächst mal das, was uns Jesus gesagt hat über das, was uns in unserer Zukunft erwartet. Und eigentlich gehen wir davon aus, wenn wir von Jesus sprechen und von unserer Zukunft, dann wissen wir, er hat uns ewiges Leben verheißen und wir werden einmal auf einer neuen Welt ohne Sünde in Friede und Freude leben dürfen. Aber das, was er sagt,
bezieht sich auf die Zeit, bevor er kommt. Und dazu lese ich aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, sehr bekannte Verse. Es ist Vers 25 und Vers 26. Lukas, Kapitel 21, Vers 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen auf Erden, und den Völkern wird bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Das ist gar nicht so einfach, diese Texte zu verinnerlichen und zu wissen, was erwartet uns. Von David aber möchte ich euch eine Ermutigung lesen. Und sie stammt aus dem Psalm 27. Psalm, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Der König David wusste auch, dass ein Leben mit Gott und unter Gottes Führung nicht nur Freude auf dieser Erde bedeutet. Er hatte selbst vieles erlebt, was ihn sicherlich auch manchmal das Fürchten gelehrt hat. Er bekennt sich auch dazu. Und jetzt frage ich euch mal so ganz spontan, fürchtet ihr euch? Ist euch bange? Ganz im Sinne, wie Jesus es gesagt hat, den Menschen wird bange sein auf Erden. Und wer von euch sagt, ich fürchte mich trotzdem nicht so wie David? Darf ich mal sehen, wer sich nicht fürchtet? Der möge mal die Hand heben. Oh, das sind sehr viele. Schön, danke. Ja, und warum fürchtet ihr euch nicht? Oder jetzt Hand aufs Herz. Wo fürchtet ihr euch doch? Wovor ist euch doch bange? Haben wir nicht alle Dinge in unserem Herzen, die uns bange machen, die uns das Fürchten lehren? Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass die Corona-Zahlen zum Beispiel wieder in die Höhe steigen. Ja, macht euch das nicht Sorgen? Wie wird das weitergehen? Werden wir jemals wieder ganz normale Gottesdienste auf der Marienhöhe feiern können? Oder hilft meine Impfung, die ich bekommen habe? Muss ich eine dritte haben oder jedes Jahr eine? Oder wie werden es unsere Kinder verkraften? Man hört, dass gerade jetzt junge Leute neu betroffen sind von diesem Virus. Oder wie werden wir die Zeit des Klimawandels mit der Hitze und mit den Überschwemmungen und mit all den schlimmen Folgen, die wir ganz hautnah im Fernsehen erleben, oder wie auch schon Miriam gesagt hat, dass ja auch unsere Geschwister teilweise in unterschiedlichen Gemeinden direkt betroffen waren, schreckliche Dinge sind. Ja, wird es besser? Oder ahnen wir, dass uns vor manchen Dingen noch grauen wird? Aber jetzt können wir uns mal die andere Seite anschauen. Ihr hattet ja in der Vergangenheit auch diese unterschiedlichen Sorgen, auch wenn ihr sie nicht immer so alle bereit seid, öffentlich zu sagen, was euch Sorgen macht. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, waren eure Sorgen, eure Ängste berechtigt? Sind alle diese Sorgen eingetroffen? Wusstet ihr nicht aus noch ein? Da hat jemand mit dem Kopf geschüttelt. Danke, Sabine. Das ist doch unser Erleben. Ja, es gab Trauriges. Natürlich Krankheit, Einsamkeit, Tod, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Familienprobleme, Uneinigkeiten in der Gemeinde und vieles, vieles andere mehr. Das alles gab es. Ja, aber es gab doch auch viel Schönes, Gutes. Jemand hat uns in dieser Zeit getröstet. Die Sorgen, wie wir diese Welt aushalten können, den Klimawandel oder die Sorgen
mit einem Coronavirus oder viele Krankheiten oder die wirtschaftlichen Sorgen oder die Sorge um unsere Kinder. Werden sie eine Ausbildung bekommen, eine Arbeit? Werden sie einen Schulabschluss machen können? Werden sie eine Familie gründen können? Oder dann habt ihr gemerkt, es hat doch wunderbar geklappt. Ihr habt ganz persönliche Erfahrungen gemacht, dass Gott auf ganz besondere Weise euch ganz persönlich geholfen hat in diesen Krisenzeiten. Und hat uns nicht gerade auch manche Krise fester zueinander gebracht? Nicht nur, dass Not beten lehrt, wie man so im Volksmund sagt, dass wir uns näher zu Gott gezogen fühlen, weil wir wissen, er ist unsere einzige Hilfe, sondern es hat ja auch Menschen näher zusammengebracht, dadurch, dass sie die unterschiedlichen Nöte erlebt haben und wir Anteil genommen haben oder Ähnliches erfahren haben. Meine lieben Geschwister und Freunde, das verbindet uns doch. Und wir haben alle zusammen durchgehalten. Wir sind alle heute hier, froh und dankbar, dass Sabbat ist, dass wir einen schönen Gottesdienst haben dürfen, mit Sonnenschein sogar, auch wenn es in den vergangenen Wochen oft geregnet hat und in manchem Urlaubsort entweder zu heiß oder zu stürmisch war, je nachdem, wo ihr gewesen seid. Wir haben durchgehalten. Wir haben bei den zwischenmenschlichen Problemen doch immer wieder einen Halt gefunden. Wirtschaftliche Krisen haben uns nicht ganz aus dem Konzept gebracht oder familiäre Probleme haben sich wieder eingerenkt und wir hatten Kraft, Einsamkeit, Alleinsein, Einschränkungen und welche Art Probleme auszuhalten. Und wenn wir auf unser Leben zurückschauen, dann müssen wir sagen, ich schaue zurück und bin dankbar. Gott hat mich bisher geführt. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich weiß nicht, was vor mir ist. Jeder, der schon mal in den Bergen wandern war, der weiß, da ist der Gipfel, da wollen wir hin. Und dann ist er oben angekommen und was stellt er fest? Es ist ja noch gar nicht der Gipfel, den ich eigentlich erreichen wollte. Da war wieder ein Tal dazwischen. Und man wusste, es gibt wieder eine neue Anstrengung. Und wir werden noch ein bisschen schwitzen und noch ein bisschen warten und wandern müssen, bis wir oben sind. Deshalb sollten wir in unserem Leben an einem Punkt, wo wir Zwischenstationen machen und denken, naja, ich habe es ja schon geschafft, dann sollten wir das berücksichtigen, was der Kammerskjöld, der dänische Pastor und Religionslehrer, gesagt hat. Miss nie des Berges Höhe, ehe du den Gipfel erreicht hast. Und jetzt achtet seinen zweiten Satz. Dort wirst du sehen, wie niedrig er ist. Normalerweise denkt man, wenn man am Gipfel oben ist, oh, prächtig, mächtig, hoch, ganz kräftig muss ich mich anstrengen, dass ich oben bin. Aber was sagt dieser gläubige Mann? Dort wirst du sehen, wie niedrig er ist. Das heißt doch, so hoch, so anstrengend ist er ja doch nicht gewesen. Und am Ziel sind sowieso alle Mühen vergessen. Schaut, und warum ist das so? Weil wir auf diesem Weg zum Ziel, auf dem Gipfel, das berücksichtigt haben und glauben, was David in Psalm 27 geschrieben hat. Und ich zitiere jetzt ein Chorlied, das zu diesem Psalm geschrieben wurde. Ich denke, einige von euch, vor allem die etwas Älteren, die werden das vielleicht kennen. Der Herr ist mein Licht, ist mein Heil und ist mein Heil. Was fürchte ich noch? Der Herr ist die Kraft meines Lebens allein. Vor wem sollte mir grauen? Ob das Heer auch der Bösen drohet, ich fürchte mich nicht. Ob wild sich Krieg erhebet, auf ihn allein verlasse ich mich. Eins nur auch eines bitte ich vom Herrn. Das hätte ich gern, dass ich mög bleiben im Hause des Herrn alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit. Ja, danach sehnen wir uns,
dass wir dieses Ziel mit der Hilfe Gottes erreichen werden. Aber wisst ihr, was hilft uns denn auf einer Zwischenstation, die wir in unserem Leben erreicht haben? Wir sehen zurück und staunen. Könnt ihr staunen, wenn ihr auf euer Leben schaut, wenn ihr zurückschaut auf diese Woche, auf den letzten Monat oder auf das letzte Jahr? Gab es da Dinge, über die ihr gestaunt habt, was Gott möglich macht? So große Ereignisse oder Kleinigkeiten? Kommt es darauf an, wie groß das ist? Jede persönliche Erfahrung ist die größte Erfahrung des Einzelnen. Und wisst ihr, weshalb so wenige Erfahrungen erzählt werden? In der Gemeinde öffentlich, zu meiner Zeit, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, da hatten wir noch immer wieder Erfahrungsstunden. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch noch. Und für manche Kinder oder Jugendliche, die heute hier sind, die haben gedacht, naja, ist ja interessant, was der erlebt hat. Oder andere vielleicht negativ, naja, das ist doch was ganz Alltägliches. Aber nein, es war eben nicht alltäglich. Es waren nicht nur die glücklichen Umstände, sondern es war Gottes Führung. Nicht umsonst singen wir doch dieses eines der bekanntesten Loblieder. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Erde. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über die Flügel gebreitet? Ja, Gott hat uns bewahrt und behütet. In den großen und in den kleinen Dingen. Und wie oft ist er uns nachgegangen, ist hinter uns hergegangen, damit er sieht und achtet, dass uns nichts geschieht, so wie in dem Gedicht Spuren im Sand. Oft denken wir doch in schwierigen Situationen, ja Herr, wo bist du? Es geht mir so schlecht. Aber da kann ich nicht erkennen, dass du da bist. Es muss uns manchmal im Nachhinein erst gesagt werden. Er war doch bei dir. Er ist mit dir gewesen. Er hat dich begleitet. Und wenn wir das in unserem Leben betrachten, dann werden die Werte und Zielvorstellungen, die wir haben, bekommen sie eine ganz andere Blickrichtung. Und es ist notwendig, dass wir innehalten und aus der Blickrichtung nach hinten zurück auch eine Bestandsaufnahme machen können und dass wir damit wissen, wie soll es jetzt in Zukunft weitergehen. Und wenn ihr mal eine ruhige Minute oder eine ruhige Zeit habt, dann denkt doch einmal darüber nach. Was war denn in der Vergangenheit wirklich wichtig in eurem Leben? Was war es wirklich wert, sich dafür einzusetzen? Welcher Weg ist richtig und welcher ist verkehrt? Wie soll ich mich entscheiden? Welcher Weg ist richtig? Diese Situation, dass ich mich entscheiden muss für das eine oder andere, das ist doch ein großes Problem. Wir wissen nicht, wir sind oft hin und her gerissen. Der eine sagt so, berät uns so und der andere sagt genau das Gegenteil. Ja, was soll ich nun machen? Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, zeige mir den Weg. Und andere haben für dich auch gebetet. Aber sie sahen einen ganz anderen Weg für dich. Ja, welches Gebet erhört nun Gott? Ihr versteht schon, was ich damit sagen will. Gott möchte uns ganz persönlich zeigen, wie es in unserem Leben weitergehen kann. Jörg Zink, der ganz bekannte Theologe, sagt von sich aus, es gibt Zeiten im Leben, in denen geht die Sonne unter. Dann ist es wichtiger, geduldig zu sein, als tüchtig. Dann ist es besser, Schmerzen ertragen zu können, als zu arbeiten. Dann ist es nötiger, sich in andere zu fügen, als zu befehlen. Sinnvoller, die Einsamkeit zu bestehen, als mitzureden. Es sind die Zeiten, in denen ich zeigt, wer ich in Wahrheit bin. Er hat diesen Text überschrieben, wenn der Abend kommt. Ich meine, wir sollten nicht warten, bis unser Abend, unser Lebensabend kommt.
bevor wir über diese Dinge nachdenken in unserem Leben. Wir sollten Rückschau halten und überlegen, was ist notwendig in unserem Leben. Meistens halten wir Rückschau, wenn es irgendwie ein besonderes Ereignis gibt. Ob das ein besonderer Geburtstag ist, ein Jubiläum oder wenn man verabschiedet wird in die Rente oder einen großen feierlichen Termin wie Silberhochzeit oder Goldene Hochzeit oder gar Diamantene, dann schaut man zurück und stellt fest, ja, was war denn nötig? Meine Lieben, wenn wir darauf warten, dass wir bei solchen Gelegenheiten als Rückschau halten, Entschuldigung, dann ist es eigentlich zu spät. Denn wir wollen ja aus der Rückschau etwas lernen. Und wir sollten heute damit anfangen. In einer Raststätte in Südtirol, wo ich mit Senioren mal Pause gemacht habe, stand über dem Tagesmenü, was auf eine Tafel mit Kreide geschrieben war, oben drüber ein ganz wichtiger Spruch, wie ich fand. Das schönste Geschenk ist gemeinsame Zeit. Keiner weiß, wie viel uns davon bleibt. Tja, das ist ein wichtiges Wort. Keiner weiß, wie viel Zeit Gott uns noch schenkt. Und deshalb sollten wir das heute nutzen. Sollten darüber nachdenken, was ist wichtig und was ist wert in unserem Leben. Und welche Nöte und Probleme und Sorgen oder welche Freuden leiten und beeinflussen und geben unserem Leben Richtung. Gott möchte, dass wir erkennen, was wichtig ist, was wir bereit sein sollen zu ertragen oder wo er uns die Kraft geben kann und wird, dass wir vielleicht etwas ändern in unserem Leben. Und das, was uns Sorgen macht, sind dann nicht äußere Umstände, nicht äußere Zwänge, wie Katastrophen in unserem Leben, wie ein Autounfall oder wenn eine Überschwemmung kommt oder wenn eine Krankheit unser Leben sehr stark beeinflusst. Das, was uns eigentlich mehr zu schaffen macht, sind diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir untereinander haben, die ungeklärt sind, die uns Sorgen machen. Wie soll das weitergehen? Wir möchten ja gerne, aber wenn der andere nicht will oder ich werde es nicht los und ich weiß es nicht. Ich bin so verzweifelt. Das ist doch schlimm, wenn Menschen sich aus dem Weg gehen, wenn sie sich in der Stadt begegnen, auf die andere Straßenseite gehen, ganz woanders hingucken, nur den anderen nicht sehen wollen oder nicht gesehen werden. Oder noch krasser, habe ich auch erlebt. Ich gehe lieber in eine andere Gemeinde, damit ich ihm nicht im Gottesdienst begegnen muss. Schlimm ist sowas. Aber meine Lieben, das ist unser Leben und es bedrückt uns. Und wir sollten Gott bitten, damit er uns hilft und zeigt, wie können wir diese zwischenmenschlichen Probleme bewältigen. Der folgende Text, ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat, hat mich aber sehr berührt in dieser Hinsicht. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich zur Türe rausgehen sehe, dann würde ich dich umarmen und küssen und dich für einen weiteren Kuss zurückrufen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, würde ich einen Moment innehalten, um zu sagen, ich liebe dich. Ich würde nicht nur davon ausgehen, dass du weißt, ich liebe dich. Aber wenn ich nicht wüsste, wenn ich wüsste, dass es nicht das letzte Mal ist, weil ich denke, es wird noch viele Gelegenheiten geben, um dir zu sagen, dass ich dich liebe oder dass ich dir meine Hilfe anbieten kann, dann würde ich sagen, morgen ist auch noch ein Tag. Aber nur für den Fall, dass ich falsch liege, so schreibt der Autor, und es bleibt nur der heutige Tag, möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich liebe.
Ich hoffe, dass wir nie vergessen, dass morgen ist niemandem versprochen, weder jung noch alt. Und heute könnte die letzte Chance sein, die du hast, um deine Lieben festzuhalten. Falls das Morgen niemals kommt, wirst du es bestimmt bereuen, dass du dir keine Zeit genommen hast für ein Lächeln, für eine Umarmung oder einen Kuss. Deshalb halte deine Lieben heute fest. Also, wenn du auf das Morgen wartest, wieso tust du es nicht heute? Ein ernstes Wort. Aber Gott kann uns helfen, auch hier eine Entscheidung zu treffen. Er kann den Finger auf unsere wunde Stelle in unserem Leben legen. Er möchte dir nicht wehtun, aber er möchte dir helfen. Er möchte bei dir sein, er möchte dich begleiten, möchte dir die rechten Worte und Gedanken in den Mund und ins Herz legen, damit du das ändern kannst. Und das ist nicht nur eine Erkenntnis, die ihr selber persönlich in unterschiedlichen Bereichen erlebt habt, sondern es ist auch eine Erkenntnis, die David in diesem großartigen Psalm 27 auch niedergeschrieben hat. Wenn wir in Vers 13 und Vers 14 zum Beispiel lesen, da sagt er, entschuldigt bitte, das ist schon Vers 10, denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Oder gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und die mir Unrecht tun ohne Scheu. Er kannte diese ganz persönlichen, schwierigen Beziehungen und Verhältnisse, die die Menschen untereinander haben. Aber er sagte trotzdem, der Herr ist mein Licht, und deshalb hat es zur Folge, Vers 13, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Mit anderen Worten, Psalm 23 am Ende, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er wusste, solange ich mich an Gott halte, dass ich sein Licht und seine Güte und seine Barmherzigkeit annehme und seine Führung in Anspruch nehme, dann werde ich das Ziel erreichen. Es ist großartig, wie Gott es schafft, dass er uns hilft, schwierige Zeiten in unserem Leben zu bestehen. Und deshalb wird auch unsere Zukunft eine ganz andere Richtung bekommen, wenn wir uns diesem Gott, diesem Herrn, diesem Licht anvertrauen. Und auf diesem Hintergrund werden auch unsere Hoffnungen, unsere Pläne, unsere Ziele doch ganz andere sein. Und deshalb wieder meine Frage an euch sehr persönlich: Was sind eure Pläne und Ziele? Was habt ihr für Vorstellungen für euer Leben? Werden wir nochmal normale Gottesdienste haben? Meint ihr, wir erreichen das gemeinsam? Wir können nicht eine Kapelle bauen, die dreimal so groß ist, dass wir die Abstände gut aufhalten, ausreichend nutzen können, so wie es vorgeschrieben ist, damit wir alle zusammen sind. Das wird sicherlich nicht die Lösung sein. Oder wenn wir darüber nachdenken, wie wird es mit unseren Kindern sein? Werden sie das alles, was wir erlebt haben, auch erleben müssen? Werden sie Erwachsene werden? Werden sie sich freuen, dass sie endlich erwachsen sind? Ihr lieben kleinen Kinder, habt ihr euch schon mal überlegt, wenn ihr jetzt ins nächste Schuljahr kommt, wie das am Ende dieses nächsten Schuljahres ist? Also was in einem Jahr ist? Oder wenn ihr, die ihr vielleicht schon in den oberen Klassen seid und vielleicht jetzt ins Abiturjahr kommt, was werdet ihr machen, wenn ihr das Abitur gemacht habt? Freut ihr euch auf eure erste Liebesbeziehung, auf eure Anstellung in einer Lehre oder beim Studium? Wie wird das sein? Werdet ihr mal eine Führungsposition haben
oder seid ihr lieber handwerklich geschickt und wollt lieber was Praktisches tun? Oder ihr, die jetzt gerade vor der Rente steht? Ich will niemanden angucken, ich weiß es nicht genau, wie alt ihr seid. Aber habt ihr euch schon mal gedacht, wie das ist, so in 2, 3, 4 Jahren, was ihr dann mit eurer Zeit macht, wenn ihr nicht mehr täglich zur Arbeit fahren müsst? Werdet ihr Pläne, die ihr vielleicht habt, endlich mal in der Welt herumreisen, Camping machen, im Wohnmobil, im Norden oder im Süden, egal wo? Wie wird das alles sein? Oder werdet ihr in eurem Haus, das ihr mit viel Mühe und Geld erspart habt, immer wohnen bleiben? Oder müsst ihr am Ende doch ins Seniorenheim? Das sind ernste Fragen, meine Lieben. Auf der einen Seite sehnen wir uns: Herr Jesus, komme bald, damit ich alle diese Sorgen nicht mehr habe. Das wäre schön. Ich habe in meiner Kindheit Situationen erlebt, da haben Eltern gesagt, mein Kind braucht nicht groß zur Schule gehen, braucht nicht Abitur machen, soll einen Beruf lernen, der Herr Jesus kommt sowieso bald und dann hat sich das alles erledigt. Kennt ihr vielleicht nicht? Oder Eltern haben ihren jungen verheirateten Eheleuten gesagt, Kinder braucht er keine mehr haben. Was für eine schreckliche Zeit kommt und der Herr Jesus kommt bald. Also konzentriert euch auf das Heute, freut euch und betet, Herr Jesus, komme bald. Ja, das gab's. Jemand hat dann ironischerweise formuliert, Herr Jesus, komme doch bald, aber nicht heute. Das ist schon eine Spannung, die da liegt. Auf der einen Seite, natürlich, Herr Jesus, wir wollen gerne, dass du bald kommst und das, was uns Sorgen bereitet auf dieser Erde, dass das bald zu Ende ist. Aber auf der anderen Seite, wer lebt denn nicht gerne von euch noch ein paar Jahre länger? Ich weiß, meine Mutter, die war schon über 90, da hat sie mal gesagt, ich lebe doch so gerne. Schön, habe ich gedacht. Gut, Mutti, das ist die richtige Einstellung. Genieße dein Leben. Gott hat dir 93 Jahre geschenkt. Sie war dankbar und wir auch als Kinder. Meine Lieben, das ist die eine Seite. Aber wisst ihr, was der Apostel Paulus sogar in einem Brief an die Philippa schreibt, aus dem Gefängnis heraus? Ich habe Lust, bei euch zu sein. Denn es setzt bei mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Jesus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Ja, natürlich, er wollte gern beim Herrn sein. Er hatte viel für den Herrn getan. Er war bereit, vieles zu erdulden, um Christi willen. Und deshalb hat er gedacht, Herr Jesus, wenn du bald wiederkommst oder jetzt und schnell, dann ist dieses Leben doch, was ich leid bin, zu Ende. Aber er sagt, ich habe noch eine Aufgabe für euch Menschen in Philippi und in anderen Städten, all die Gemeinden, die er gegründet hat und an die er Briefe geschrieben hat. Er wusste, Gott hat noch eine Aufgabe für ihn. Nimm sie wahr. Meine Lieben, wir dürfen in dieser Spannung leben. Herr Jesus, komme bald, aber gib mir Kraft, auch auszuhalten, bis du kommst. Aber was bedeutet es, auszuhalten, bis Jesus kommt? Auszuhalten diese Zeiten von Jesus, von denen Jesus gesagt hat, sie werden euch nicht gefallen. Trübselige Zeiten. Das heißt, das bedeutet auch, wir müssen bereit sein, das zu erleben, was Jesus zum Beispiel in Matthäus 10 geschrieben hat. Da sagt er, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe und ihr werdet gehasst werden. Ja, wer möchte denn das? Wer möchte denn das erleben? Aber Jesus beschreibt die Realität.
Es werden Dinge sein, die uns nicht gefallen. Und wie können wir es aushalten? Jesus selbst sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr kennt, was in der Bergpredigt steht. Seht die Lilien auf dem Felde oder die Vögel unter dem Himmel. Sie sorgen nicht. Unser himmlischer Vater versorgt sie doch. Oder sorgt euch nicht, sagt dann Matthäus 10, wenn euch die Menschen in Bedrängnis bringen und ihr euch verantworten müsst, was sollen wir antworten und reden? Er sagt, der Heilige Geist wird euch geben, was ihr sagen sollt, aber fürchtet euch nicht. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und das bedeutet, lasst uns doch immer wieder auf das Ende schauen. Immer wieder mal weit vorauszuschauen, über die alltäglichen Sorgen hinweg. Wir können das. Es ist zwar nicht einfach, aber es gelingt uns. So wie wir nicht jeden Sabbat hier sitzen können und fröhlich Lieder singen, dann habt ihr trotzdem die Sorge aus der ganzen Woche nicht einfach zu Hause abgelegt. Sie begleiten euch auch heute und hier. Und manch einer von hier mag sorgenbeladen hier sitzen und sagen, ja, es ist wirklich so. Aber wie macht man das? Abstand nehmen von Sorgen, vom Alltag. Ich hatte Gelegenheit, in diesem Sommer im Urlaub auf der Zugspitze zu sein, auf dem höchsten Berg in Deutschland. Ja, das muss man mal erlebt haben. Ganz schön. Und wenn man dann aus 2000 Meter Höhe, nicht die Zugspitze ist 2000, die ist ja fast 3000 hoch, aber ich sage, der Höhenunterschied von der Zugspitze runter zum Eibsee, wer da unten schon mal war, der weiß, wie das ist. Da sind 2000 Meter Höhenunterschied. Da schaut man praktisch aus 2000 Meter Höhe hinunter, dort, wo man geparkt hat. Habt ihr euer Auto wieder erkannt? Oder der Eibsee, der da unten liegt, die kleinen Inseln, die da sind, das sind weiße Punkte gewesen. Herrlich, großartig. Und auf der anderen Seite die Weite der Alpen. Klares Wetter, Sonnenschein. Schöner kann man es nicht vorstellen. Da vergisst man manches Mal, dass man Alltagssorgen hat. Meine Lieben, solche Erlebnisse, die möchte uns Gott schenken. Wie geschieht das? Er sagt, ich bin dein Licht. Aber ein chinesischer Christ sagt deshalb, Herr, ich bitte dich, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Aber dem Christen wird geantwortet, mein Kind, geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in meine ausgestreckte Hand. Das ist besser als ein Licht und ein sicherer, bekannter Weg. Besser als ein Licht in der Dunkelheit? Gibt es was Besseres? Doch eigentlich nicht. Es war auf einer Osterfreizeit mit Pfadfindern, damals aus Berlin, also schon ganz lange her. Wir hatten eine Osterfreizeit in Hohenberg an der Ege, das ist im Grenzgebiet zwischen dem Fichtelgebirge und dem Bayerischen Wald. Und ich hatte eine Nachtwanderung mit den Pfadfindern geplant. Sie haben sich alle darauf gefreut, Nachtwanderungen ist immer ein großes Erlebnis. Wisst ihr alle, die ihr mal Pfadfinder wart, das ist immer ganz toll. Und die Begeisterung war groß, als ich gesagt habe, so, heute Abend gehen wir. Aber die Begeisterung schwand, als ich sagte, aber bitte ohne Taschenlampen. Da haben sie erstmal lange Gesichter gezogen. Es ist ja interessant, in der Dunkelheit immer so mit seiner Taschenlampe da herumzufuchteln, nicht? Und sehen, was ist da los. Ich habe gesagt, wisst ihr, wenn man mit so einer Taschenlampe so ein bisschen in die Finsternis hineinleuchtet, in den Wald, durch den wir gehen wollten, dann sieht das nur viel gespenstischer aus. Aber es war ein wunderbarer Nachthimmel, klarer Sternhimmel, großartig. Für die Berliner etwas ganz Besonderes. Wenn man aus der Dunstglocke kommt und kaum noch Sterne sieht, ja, und dann mit einem Mal merkt, keine Dunstglocke, Sterne, die vielen kleinen Sterne und alles. Ach, es war herrlich. Ich habe ihnen was vorgeschwärmt. Und sie waren begeistert. Aber dann kamen wir in den Wald hinein. Und dann sah man von dem
tollen Sternhimmel nur noch einen ganz schmalen Streifen zwischen den ganz hohen Fichten. Das war die einzige Orientierungsmöglichkeit auf diesem schmalen Fahrweg, der da ging. Man sah nur die erste Reihe von den Bäumen und dann nur noch Finsternis. Totale Stille. Nur ab und zu quietschte oder ächzte ein Baum, der zu dicht am anderen stand. Und wenn der Wind ihn bewegt hat, dann hat es so geknarzt und gequietscht. Dann war einem schon ein bisschen komisch. Und die, die geschrien haben, als ich sagte, wir gehen jetzt in die Dunkelheit. Ach, wir haben keine Angst. Auch ohne Taschenlampe nicht. Die waren die Ersten, die immer näher zu mir kamen und an meinem Arm sich Halt suchten oder meine Hand anfassen und sagen, darf ich dich anfassen? Darf ich bei dir bleiben? Meine Lieben, diese Jungfreunde, die wussten, besser als ein Licht ist die Hand vom Helmut. Besser als ein Licht ist die Hand Gottes in unserem Leben. Und das erleben wir immer wieder, ganz persönlich. Es ist jetzt knapp 2 Monate her, da war der 2. Jahrestag, nachdem meine Frau gestorben war. Es war wieder mal so, dass mich die Traurigkeit über das Alleinsein ganz schön übermannt hat. So ein Verlust, alle, die das schon erlebt haben, die wissen, was es bedeutet. Und da gibt es immer wieder Zeiten und Stunden, dann brichst du halt zusammen. Und so ging ich in dieser Traurigkeit zwischen Gersten- und Spargelfeldern bei uns und habe darüber nachgedacht, wie wird das weitergehen. Tränen kamen. Ich ließ sie laufen. Ich war ja allein. Ich schämte mich nicht. Und war in der Bank. Da habe ich mich draufgesetzt in aller Trauer und aller Tränen. Nahm ein Smartphone und dachte, ach, suchst du dir eine WhatsApp heraus, um dich ein bisschen abzulenken. Hat jemand geschrieben oder so. Und währenddem ich das Handy noch in der Hand habe, mit einem Mal erklang ein Lied. Die Tränen. Sorg nicht wie die Welt. Sag Jesus dein Sehnen. Er gibt, was dir fehlt. Wenn Nacht dich umhüllet, bleib ruhig, mein Herz. Glaub, Jesus, der stillet dir deinen Schmerz. Danach hatte ich nicht gesucht auf meinem Handy. Aber das Lied war mit einem Mal da. Ein Ehepaar sang es einfühlsam mit Klavierbegleitung. Da sagte jemand zu mir, geh, trockne die Tränen, sorg nicht wie die Welt. Er kennt deine Sorgen, oh, blicke auf ihn. Ein herrlicher Morgen wird bald dir erblühen. Meine lieben Glaubensgeschwister, ich muss euch ehrlich bekennen, ich habe sehr viele persönliche Erfahrungen mit Gott erlebt. Aber dass Gott so persönlich, so direkt auf meine Tränen und meine Trauer geantwortet hat, das hat mich einfach nur in Staunen versetzt. Ich bin so dankbar damals gewesen.
Und ich muss euch das einfach erzählen. Es gehört zu meinen stärksten Erlebnissen, die ich gehabt habe. Gott spricht mich ganz persönlich an. Er kennt meine Sorgen. Oh, hoffe auf ihn. Und wisst ihr, das Tröstliche daran ist, nicht nur bei mir, sondern auch bei euch allen, die ihr Ähnliches erlebt habt. Gott tröstet zur rechten Zeit, zur rechten Stunde, zur rechten Minute. Wir dürfen darauf vertrauen. Ich kann es euch bezeugen. Er kennt unsere Sorgen, deine ganz persönlichen. Am Abend bekam ich einen Anruf, wo ich daran erinnert wurde. Gott kennt doch auch deine Einsamkeit, dein Alleinsein. Er kennt deine Zukunft. Er sorgt dafür, dass deine Zukunft, so wie ich sie dir versprochen habe, auch tatsächlich stattfindet. Ein herrlicher Morgen wird bald dir erglühen. Das, was uns Christen jahrhundertelang als Kraftquelle gedient hat, ist auch unsere Kraftquelle in Zeiten, wo Jesus sagt, sie werden euch nicht gefallen. David ermutigt, indem er bekennt, der Herr wird meine Sache ausführen. Oder Georg Neumark mit dem schönen Lied, wer nur den lieben Gottes walten, sagt, sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er werden bei dir neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. Und einer meiner Lieblingstexte von David ist, hoffet auf Gott alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Ja, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen. Ich bin dein Gott.
Wir wollen beten. Ja, Herr, ich danke dir für diese Gewissheit. Du bist unser Gott und du bringst uns heim. Ja, du bist unser Licht und unsere Zuversicht. Vor wem sollen wir uns fürchten? Herr Jesus, du kennst das, was jeden Einzelnen von uns immer wieder das Fürchten lehrt. Ob die großen oder die kleinen Dinge, du kennst sie alle. Und zu jedem von uns kannst du ganz persönlich sprechen, auf irgendeine Weise, ob durch Technik oder durch Menschen, durch dein Wort oder dass wir deine Stimme vernehmen, wenn wir im Gebet mit dir verbunden sind. Herr Jesus, erhalte uns in dieser Hoffnung und in diesem Glauben und komme bald. Amen. Danke, ihr dürft euch auch setzen. Mich haben einige Grüße erreicht. Und zwar grüßt die Familie Weller,
Sie wünscht uns allen einen gesegneten Sabbat und dankt für den Gottesdienst. Sie sind gerade in Stockholm und grüßen besonders ihre Oma, die heute auch hier auf der Marienhöhe ist. Außerdem haben Donka und Florin geschrieben, ganz liebe Grüße aus Riedstadt. Wir sind dank dem Gottesdienst erfüllt und gesegnet. Ein herzliches Dankeschön an alle, die den Gottesdienst so schön gestaltet haben. Da kann ich mich nur anschließen. Und einen besonderen Gruß an Gisela, ein wunderbarer Mensch, der uns jahrelang in der Gemeinde ermutigt und unterstützt hat. Gottes reiches Segen für deinen neuen Lebensweg. Oder Lebensabschnitt, besser gesagt, haben sie geschrieben. Außerdem grüßen Manuela und Dieter, das sind meine Eltern und Geschwister, Juliane, Kira und Kjeld. Sie wünschen uns auch einen gesegneten Sabbat und schicken ganz liebe Grüße aus Lüdinghausen. Und Gerson, Jail, Katja und Oma Helga senden auch herzliche Grüße aus Bad Aiblingen. Sie freuen sich auch schon nach den Ferien, euch alle persönlich wiederzusehen. Ich wünsche euch dieses Herz voll Freude und Lachen, das in dem Lied besungen wurde, ja, dass wir mit dem Frieden Gottes jetzt wieder auseinandergehen. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du Teil dieses Gottesdienstes warst. Und danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Wir dürfen jetzt uns aber noch gemeinsam im Bibelgespräch austauschen. Sag mal meine Uhr. Ja, wir haben jetzt 37, also so in 10 Minuten, also ungefähr Viertel vor, würde ich sagen, fangen wir an mit den Bibelgesprächen. Und online, ich glaube, ihr habt schon angefangen. Also wenn sich noch jemand per Zoom einloggen will, dann ist da auch noch Platz bestimmt. Am Ausgang sind wieder die Körbchen für eure Spenden oder für die Sammlung eben, für die Gaben und für die Mission, also für, für den Gemeindehaushalt und für die Missionsgaben. Und wenn ihr online spenden wollt, dann könnt ihr das auch auf der Website tun. Und genau, wir hören jetzt noch ein Poststudium von Angela. Und vielleicht kommt euch ja noch jemand in den Sinn, den ihr nach den Bibelgesprächen oder auch jetzt, wenn ihr schon geht, noch zum Mittagessen einladen wollt oder vielleicht heute Abend oder heute Nachmittag noch anrufen möchtet. Dann folgt dem und gebt den Frieden Gottes weiter.